Nochmal herzlichen Dank fürs Kommen. Heute Vortrag über Ansible with Advanced Features. Da geht es halt neben den Basics, die ich zum Anfang kurz erkläre, halt auch darum, was kann Ansible noch für coole Features, die man so vielleicht nicht kennt, die man so vielleicht selten verwendet, aber doch schon recht geil sind. Und möchte euch da mal ein paar Einblicke zeigen, ein paar Beispiele. Und fangen wir mal an mit der Gliederung. Erste Frage, was ist IaC, also Infrastructure as Code? Was meint man eigentlich damit? Was ist Ansible? Warum will man eigentlich Ansible? Warum nicht was anderes wie Chef oder Co.? Die wichtigsten Begriffe, was gibt es denn so, was man dann da verstehen muss? Die Verzeichnisstruktur, wie das Inventory aufgebaut ist, wie ein Ansible-Run funktioniert, wie die Module aufgebaut sind, ein bisschen Fehleranalyse. Das ist so die Grundlage. Dann kommen wir zu den eigentlichen Features, die Ansible hat, die richtig geil sind, wie Vault, Prompt, Task-Abhängigkeiten. genau, und na, die anderen Sachen erkläre ich dann nachher noch. Ansible Tower habe ich mal eine kurze Demo aufgesetzt, kann man sich dann nachher, je nachdem wie Zeit ist, auch noch mal kurz angucken. Genau, fangen wir an. Grundlagen, okay. Infrastructure as Code, warum will man das überhaupt benutzen? Was ist das eigentlich? Grundbedeutung dessen ist eigentlich, dass man alles, was man im Unternehmen hat, automatisieren möchte. Man möchte nichts per Hand skripten, also skripten im Sinne von, ich habe einen Server und da läuft ein Skript und das passe ich jetzt jedes Mal auf jedem Server neu an. Nein, Sinn und Zweck ist es, wenn man 500 Server, 5000 Server oder 500.000 Server verwaltet, das nicht per Hand zu machen, sondern das automatisiert machen zu lassen. Gerade wiederholende Jobs. Zielsetzung ist auch nicht nur, dass das halt bei einem System ist. Also man kann es halt beliebig skalieren, man kann es halt für ein kleines Unternehmen machen, als auch halt für große Unternehmen. Man kann halt wirklich alle Bereiche durchautomatisieren, von Virtualisierung, Betriebssystemen, von den Anwendungen bis hin zur Firewall-Switches und auch Cloud-Anwendungen, Azure, AWS. Hat alle Schnittstellen, kann man alles automatisieren. Spart Personal. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, weil unsere Jobs selber dran hängen, aber es spart auch eine Menge Nerven, weil in dem Moment, wo der Mensch eingreift, passieren Fehler. Fehler kann man wiederum beheben, indem man es automatisiert. Genau. Dann, was ist Ansible? Ansible ist ein Konfigurationsmanagement-Tool, was einfach nur dieses automatisieren verwaltet, ist in Python geschrieben, hat das Push- und Pull-Prinzip, wobei das Push-Prinzip bekannter ist als das Pull-Prinzip. Da geht es so, dass man halt als Ansible Run quasi sich auf einen speziellen Server, eine Servergruppe verbindet und gewisse Sachen ausführt. Entstanden ist das 2012, wurde von Red Hat aufgekauft und weiterentwickelt. Ich wollte auch noch ein paar schicke Fotos oder Bilder, Grafiken von Red Hat mit einbinden. Ich habe nachgefragt, war leider nicht erlaubt. Das ist leider schade. Ansonsten hätte ich euch gerne noch ein paar schicke Bilder dazu gezeigt, aber ich hatte keinen Bock zu malen. Genau. Warum Ansible? Warum eigentlich nicht Chef, Puppet oder Co.? Also ich habe mit Chef und Puppet gearbeitet. Ich fand beides nicht so pralle, weil da haben mir Funktionen gefehlt, wie zum Beispiel einfach die Übersicht. Die Rückgabewerte, die ich in einem Chef habe oder in einem Puppet, also da habe ich nicht die direkte Kommunikation, wo ich weiß, okay, an dem Server hat es jetzt geknallt. Gerade wenn man, sage ich mal, 500 Server in seiner Konfiguration hat und man ändert irgendwo einen Wert und ja, auf 90% funktioniert es und auf 10% knallt es. Das sehe ich aber nicht auf Anhieb, weil da ein Agent läuft, der das quasi nach Belieben sich holt und ausführt. So. Das kann ich zwar im Nachhinein testen und sehen sehen, dass da Fehler aufgetaucht sind, aber da hat mir persönlich zum Beispiel immer die Kontrolle gefehlt, dass ich sehe, okay, was passiert da eigentlich? Ansible ist sehr einfach, weil da keinerlei Programmierkenntnisse notwendig sind. Gestern habe ich mir noch eine Folie angeguckt, fand ich ein guter Spruch. Chef ist sehr gut für Ruby-Entwickler, weil alles in Ruby geschrieben ist und für die sicherlich sehr einfach. Ansible ist wirklich nur auf YAML-Syntax und Jinja-Templates ausgelegt und damit super easy. Es ist einfach nur eine Definition, wie was konfiguriert werden soll, mehr nicht. Kommen wir aber noch drauf zu.
Ganz wichtig und großer Vorteil, den ich auch bei Ansible sehe, es ist kein Client notwendig. Es ist kein System, wo ich sagen muss, oh ja, die Client-Abhängigkeit muss bestehen zum Serversystem. Das hat man bei Puppet, das hat man bei Ansible, nee, bei Chef und SourceTech glaube ich nicht. Mit SourceTech habe ich noch nicht gearbeitet. Soll aber auch cool sein. Genau, also die Abhängigkeitskette wird reduziert auf ein Basisset. Es wird auch keine Serverinfrastruktur benötigt. Man braucht halt bloß Ansible auf seinem Rechner und SSH, um sich zu einem anderen Server zu verbinden. Optimalerweise natürlich dann mit einem User, mit einem Public Key. Was auch noch benötigt wird, ist Python, weil Ansible halt auf Python basiert. Ein weiterer Vorteil, den man halt hat, ist halt, dass es versionierbar ist über Git. Das heißt, jegliche Änderungen, die man macht, kann man über Git quasi abchecken. Das geht zwar auch in Chef und Co., ist aber trotzdem halt schon ganz schick, dass man halt clientunabhängig ist und serverunabhängig. Idempotent. Vorteil ist halt, man kann die Ansible-Playbooks halt so schreiben, dass man halt immer wieder auf den gleichen Zustand kommt. So, dass es halt egal welchen Zustand das hat, dass man das so baut, dass es immer wieder das gleiche Ergebnis erzielt. Das ist wunderschön, wenn man einen Server kaputt macht. Dann drückt man einfach auf Play und dann steht er wieder und es ist alles schick. Genau. Dann, genau. Warum Ansible? Dann Begriffe. Was gibt es in Ansible für wichtige Begriffe? Ganz wichtig, Task. Jede Aufgabe, jeder Command ist ein Task, der ausgeführt wird. Den kann man in Abhängigkeit zu anderen Aufgaben, anderen Tasks setzen. Das kommt dann zu den Advanced Features noch dazu. Ein Handler ist quasi auch bloß ein Task, der aber im Gegensatz zu den normalen Tasks zusammengefasst wird. Wenn man mehrere Playbooks verbindet, also mehrere Rollen oder so, und zum Schluss zum Beispiel in mehreren Playbooks sich sagt, okay, ich möchte hier ein Firewall neu starten, neu laden oder so. Dann macht er das nicht bei jedem Playbook, sondern der sammelt das und führt das dann erst zum Schluss aus. Eine Rolle ist halt eine Sammlung von Aufgaben, wo man zum Beispiel, ich bin so ein Fan davon, wenn ich eine Rolle baue, dann ist das ein Dienst. Dann baue ich eine Rolle Nginx, Certbot oder so, um halt das so modular wie möglich zu halten, um halt jeglichen Aufwand an Mehrfachprogrammierung, Mehrfachkonfiguration zu vermeiden und so angenehm wie möglich zu haben, dass ich diese Rolle überall einfach bloß wieder mit einbinden muss, ohne irgendwelche Anpassungen zu machen. Dann, ja, ein Play ist halt eine Ansammlung einzelner Anweisungen und das Playbook ist halt die Zusammenfassung aller Rollen, aller Hosts und aller Plays zu einem. Genau, dann Verzeichnisstruktur. Bei Ansible, wie gesagt, man braucht bloß Ansible selber, um es betreiben zu können. Was wichtig ist bei einer Ansible-Struktur, wenn man Ansible ausführen möchte, ist halt, dass man Inventory braucht. Das ist meistens standardmäßig Hosts. In der Best Practice wird halt auch empfohlen, dass man Production und Staging halt voneinander trennt. Kann man machen. Ja. Ich mache es bei mir privat nicht. In der Firma ist das, in meiner alten Firma war das getrennt. Genau, dann ganz nice ist halt Gruppenvariablen und Hostvariablen, dass man halt jeden Host noch dynamisch umkonfigurieren kann zu den bestehenden Rollen. Das heißt, dass ich halt für einen Host, wo ich in der Rolle gesagt habe, der Nginx soll Port 80 haben, dann kann ich aber sagen in der Hostvariable, dass nein, der Nginx kriegt jetzt Port 88. So, genau. SiteYAML ist in dem Fall und WebserverYAML ist halt ein Playbook und verweist dann auf die Rollen. Die Rollen sind dann noch mal ein bisschen weiter gesplittet. In das Common ist quasi jetzt eine Rolle, die beinhaltet wiederum mehrere Tasks, die in der MainYAML hinterlegt sind. Und dann gibt es halt die Gruppierung der Händler. Templates. Templates sind ganz nett. Da kann man, wie gesagt, Jinja 2 Templates nutzen, um halt Konfigurationen
bereitzustellen, die individuell verändert werden können. Dass man halt dann über die dynamischen Variablen halt die Templates anpassen kann auf das jeweilige Szenario. Files sind reine statische Files, die jetzt nicht unbedingt verändert werden. Und man kann auch nochmal in den Rollen spezielle Variablen bzw. Default-Werte setzen, die man entsprechend überschreiben kann. Genau. Dann hier nochmal ein Einblick zu dem Inventory. Wir hatten ja hier oben halt die Host, das ist das Default-Inventory, bzw. Production und Staging. Und das Inventory, was ist das? Da sind die ganzen Systeme aufgelistet. Was habe ich denn eigentlich für Server, die ich betreiben möchte, also die ich verwalten möchte, die ich konfigurieren möchte? Und hier gibt es halt als Beispiel eine Gruppierung für alle Systeme, die auch bloß wiederum auf Gruppen zeigen, für einzelne Systeme, in dem Fall hier zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Debian und CentOS. Ich habe hier beispielsweise auch mal ein paar Optionen mit reingehangen, die man halt für den einzelnen Host auch noch individuell in der Host anpassen kann, dass man sagen kann, okay, der Ansible Port ist quasi in dem Fall der SSH-Port, ist dann 2234 statt 22, was ja so der Default-Port meistens ist. Dann hat man halt auch gleich die Möglichkeit, ein Passwort für den Ansible-User mitzugeben, dass man sagt, okay, hier, mach dich mal zu root. Und wie man hier schon sieht, ich sehe gerade, hier fehlt noch ein Dings. Da kommt man nachher noch drauf zu, das ist der Vault, dass man quasi alles, was wichtig ist und sicher geschützt werden sollte, in Vault packt. Genau, dann, was haben wir noch? Ansible Run. So, wie benutzt man Ansible? Man kann Ansible über mehrere mehrere Commands benutzen. Das Standard Single Task ist halt Ansible als Einzelbegriff, wo man als nächstes halt die Gruppe der Server oder der Server angibt, die man erreichen möchte. In dem Fall kann man halt die Gruppe All nehmen, dass man sagt, okay, ich möchte alle meine Server jetzt erreichen, gebe denen ein Modul mit, in dem Fall Ping, und kriege dann halt als Rückgabewert, was in meinem Inventory war, versucht er halt jeden anzupingen und kriegt dann halt auch eine Rückgabe, entsprechend halt bei VMOS 3 und VMOS 2 in Pong, und bei VMOS 1 hat er gesagt, kann ich nicht erreichen, ist nicht da. So, und da, schon allein das ist halt so ein nice to have, was ich an Ansible mag, dass man halt einen direkten Rückgabewert kriegt versus Puppet und Chef. Genau. Dann haben wir das Ansible Playbook. Das ist das, was man deutlich intensiver nutzt, weil hier werden ja quasi diese Rollen quasi zusammengefasst und in ein Playbook gepackt, in dem Fall hier Playbook Server, wo dann mehrere Rollen hinterlegt sind, wo man dann ich habe es hier mit einer Variable Target gelöst, dass man da halt angeben kann, okay, ich möchte den Server Ansible jetzt mit dieser Rolle, mit diesem Playbook ausrollen, oder ich möchte, man könnte jetzt halt auch eine ganze Gruppe hinschreiben. Kommen wir auch nachher nochmal zu dem Thema Pattern, dass man da halt sehr stark variieren kann. Mit dem -i gebe ich halt nochmal das Inventory an und führe dann das Playbook aus und kriege da auch entsprechend direkte Rückgabewerte, wo man halt auch sieht, okay, hier, Collect D hat er geskippt, weil Destination File gibt es schon. So, und andere Sachen hat er halt soweit ausgeführt, und man kriegt dann halt auch nochmal eine schöne Zusammenfassung von Tasks, die halt ausgeführt wurden. Hier zum Beispiel 24, es hat sich nichts geändert bei Change 0. Und es hat halt auch nichts fehlgeschlagen. Das sind halt so Rückgabewerte, die ich grundsätzlich gerade in der Entwicklungsphase sehr mag, weil es halt für mich persönlich sehr viel direkter ist als mit Chef und Puppet. Das ist, ja, wie gesagt, also ich habe mit beiden Systemen, also mit allen drei Systemen gearbeitet, und Ansible ist für mich durchaus das Angenehmere. Dann haben wir noch das etwas unbekanntere Ansible Pull. Die Möglichkeit besteht ja auch, dass, wenn man zum Beispiel nicht auf ein System per SSH Zugriff bekommt,
weil der entweder durch eine Firewall blockiert ist oder dass man einfach rechtemäßig kein User draufkriegt. Dann gibt es auch noch den umgekehrten Weg, dass Ansible sich etwas pullen kann. Also der zieht sich von einem Git-Repository einfach das Ansible Playbook und dem übergibt man quasi dann also für den Ansible Pull-Befehl das Repository und das Playbook, was ausführen soll. Und ich habe mir jetzt mal einfach auf GitHub was rausgesucht, wo jemand was gebaut hat. Und hier sieht man halt schon ganz klar Localhost, weil er soll es ja bei sich ausführen. Ist ja in dem Fall als Beispiel zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Workstations zum Beispiel ausrollen will. Meine Workstations werde ich sehr selten immer per SSH erreichen, aber wenn ich den Cronjob einrichte, dass die sich quasi per Ansible Pull sich ein Repo holen und sich ihr System immer aktualisieren, so wie ich das möchte, dann ist das ein ganz netter Weg. Ich habe es selber praktisch noch nie verwendet, aber ist durchaus eine sehr interessante Funktion. Genau, dann nochmal zu dem Thema Module. Ansible hat 2686 Module, die zumindest bei denen aktuell gelistet sind, was durchaus nicht gerade wenig ist. Ich habe hier mal ein paar Sachen aufgelistet, die nochmal zeigen, dass Ansible vor allem nicht nur für Linux-Systeme zuständig ist. Also Linux ist eine sehr große Basis, klar, aber dadurch, dass es halt auf Python basiert, kann das Ding halt auch mit Windows arbeiten. Das Ding kann halt auch mit VMware, mit Switcher, mit FortiGate, was eine Firewall ist, mit Azure, mit AWS, mit NetApp, gibt es überall Module dafür, um halt entsprechend die Systeme zu managen. Sinn und Zweck, wie gesagt, Arbeit zu vermeiden, Prozesse zu automatisieren, um weniger Fehler zu machen und dadurch die Systeme stabiler zu kriegen. Genau, hier ist nochmal ein Beispiel für die verschiedenen Module. Das Ansible Host, also Host in dem Fall, ist quasi der Host, den man quasi aufrufen will, den Server. Minus M Setup gibt einem die ganzen Facts zurück. Ansible holt sich quasi von jedem Server die Daten. Was hat denn so ein Server quasi schon an vordefinierten Parametern? Was hat der für Festplatten drin? Welche IP-Adresse hat der drin und so weiter? Das zeige ich euch zum Schluss nochmal, wie so ein Setup aussieht, weil das ist sehr groß und hätte jetzt nicht auf die Folien ganz drauf gepasst. Dann weiteres haben wir schon gesehen, das Ping-Modul, was dann den entsprechenden Rückgabewert gibt. Ob es funktioniert oder nicht. Und das letzte Beispiel ist im Prinzip nur ein Shell-Befehl. Man kann hier auch minus M Shell bzw. minus M Command eingeben. Kommt im Endeffekt dasselbe bei raus, aber zwischen Command und Shell gab es nochmal einen Unterschied. Ich glaube, bei einem von beiden konnte man zwei Commands nicht hintereinander ausführen. Genau. Dann gibt es noch ein Beispiel zu den Modulen, dass man grundsätzlich könnte man alles jetzt über einen Command lösen. Man könnte jetzt sagen, okay, wir fangen jetzt an, im Ansible alles zu skripten, was aber nicht Sinn und Zweck von der ganzen Sache ist, weil wir wollen ja alles ein bisschen vereinfachen, alles ein bisschen mehr automatisieren. Und statt ein YAML-Install Hardtop zu sagen, kann man genauso gut auch sagen, wir nehmen das Modul und sagen einfach, der Status ist präsent und damit muss das Ding da sein. Optimalerweise ist. Darauf wollte ich gerade eingehen. Das YAML ist jetzt auch nicht das perfekte Modul, weil eigentlich, wenn man es richtig machen wollte, müsste man hier Package nehmen. Was dann noch ein bisschen ge genereller ist und sagt, okay, egal ob das jetzt ein Debian oder ein Red Hat, ein CentOS, ein RPM-basiertes System ist, installiert ihr die Pakete. Damit ist das allgemeiner gehalten und damit kann man quasi diesen Task quasi sowohl auf dem Debian als auch auf dem CentOS ausführen, was so lange gut geht, solange die Pakete gleich heißen. Ansonsten für alle Pakete, die halt nicht gleich heißen, muss man sich dann halt nochmal eine kleine Bedingung setzen, dass man sagt, okay, wenn das Betriebssystem Debian ist, dann bitte das. Man kann es dann auch noch runterbrechen für die einzelnen Distributionsversionen. Das kann man dann noch reinkonfigurieren, wie man das möchte. Aber das ist ja sehr individuell machbar. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Genau, dann Fehleranalyse. Ansible Playbooks schreiben macht Spaß.
Noch mehr macht Spaß, sich mit der YAML-Syntax auseinanderzusetzen. Da hilft ein guter Editor, der einem das über Syntax-Highlighting immer schön brav anmeckert. Eine weitere Möglichkeit ist über den Check quasi zu überprüfen zu lassen, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Playbook gebaut und möchte jetzt überprüfen, ob alles funktioniert. Und da geht er jetzt quasi mit diesem Check durch das Ansible Playbook durch und testet, ob das fehlschlagen würde oder nicht. Das ist im Vergleich zu Chef und Puppet, da kennt man das unter Dryrun, soweit ich weiß. Und ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Und kommen wir aber noch gleich zu anderen, die auch noch sehr interessanter sind. Wichtig ist halt auch in den Modulen, sieht man auch wieder diese Vorzüge. Wenn man ein Modul verwendet, kann man das halt auch einfach sagen, Check Mode No, fertig ist. Dann wird das halt nicht überprüft. Es gibt manche Sachen, die würden einen Fehler werfen, wo einem das bewusst ist, wo man das halt nicht überprüfen möchte, wo einem der Fehler quasi bekannt ist. Genau. Dann interaktives Nachfragen ist auch sehr interessant. Man kann halt wirklich per Step wirklich jeden einzelnen Step durchgehen und sagen, ja, das möchte ich haben oder das möchte ich nicht. Bei einem Playbook, wo dann, was weiß ich, 5000 Tasks sind, möchte man nicht jedes Mal von vorne anfangen. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit Start a Task. Da kann man den Task dann angeben, wo er dann anfangen soll im Playbook, weil wenn es halt immer wieder der letzte Task von 5000 Tasks ist, dann möchte man nicht erstmal 4999 durchgehen und warten, geht es denn diesmal? Man kann sich die Arbeit deutlich verkürzen. Genau. Wie gesagt, hier sieht man dann auch schön, dass man halt dann immer Yes, No oder Continue halt einfach weitergehen kann. Genau. Dann Diff ist auch noch eine sehr schöne Option, weil da zeigt Ansible einem auch wunderbar an, was wurde denn eigentlich geändert. Wenn man, seht ihr überhaupt was? Ich renne die ganze Zeit vor euch rum. Und zwar, hier habe ich jetzt zum Beispiel mal was geändert und über den Diff zeigt er dann halt an, ah, hier das Repo, das wurde jetzt aktiviert. So, und also es würde es jetzt aktivieren. In der Konsole wird das auch noch schön farbig hinterlegt mit Rot-Grün, wie man es so aus Git kennt. Und ja, ist auf jeden Fall ein schönes Ding. Auf der anderen Seite kann man das Diff auch wiederum deaktivieren in einem Modul, wenn man jetzt zum Beispiel ein Zertifikat als Beispiel ein großes hat oder eine Liste an, was weiß ich, 500 Zertifikaten, die man nicht unbedingt sich angucken möchte als Diff, dann kann man das auch einfach deaktivieren, um es halt übersichtlicher zu halten, je nachdem, wie man es möchte. Genau, dann Debug. Debug ist dann nochmal die richtig harte Variante. Man kann dann halt quasi über den Debug-Modus kann man nochmal richtig in Ansible reingehen, kann sich anzeigen lassen, okay, was gibt es hier eigentlich für Rückgabewerte, was ist hier eigentlich schiefgelaufen. Entsprechend kann man halt sagen, Debug und Fail, Skip, Never, Always. Wer Lust hat, wer zu viel Zeit hat, hätte ich jetzt, also ich finde es krass, dass es die Option gibt, aber ja, wer mal ein bisschen spielen möchte. Ich habe hier auch nochmal ein Beispiel, wie das aussieht, wenn man reingeht. Hier ist jetzt bloß die Facts abfragen und hier kriegt man dann halt die Result-Werte. Es gibt ein gutes Command-Set, was man in der Doku sieht, wie man sich die ganzen Werte im Debug-Modus anzeigen lässt. Und das ist sehr, sehr umfangreich. Also wer mal, also ich bin, habe das Ding noch nie benutzt, so tiefe Fehler hatte ich zum Glück noch nicht. Aber ist auch auf jeden Fall ein interessantes Feature. Genau. Ich glaube, das ist noch ein anderer Modus. Genau. Dann erweiterte Funktionen. Das war jetzt mal so die Grundlage. Für die Leute, die Ansible kennen, für die war das jetzt, glaube ich, verständlich. Für die restlichen erstmal Fragen.
Nicht? Gut. Dann geht es weiter mit den richtig geilen Features, die Ansible hat. Eins meiner Lieblinge ist zum Beispiel der Ansible Vault. Wie ich zum Anfang gesagt habe, ist Ansible ja sehr positiv zu nutzen für ein Git-Repository. In einem Git-Repository möchte man ungern Passwörter hinterlegen. Also ich bin halt so ein Mensch, der ungern Passwörter in einem Git-Repository hinterlegt, wenn es dann ausgecheckt wird, dass es dann jeder quasi hat. Und deswegen gibt es halt die wunderschöne Funktion Ansible Vault, mit der man quasi ein kleines, ja, wie, was heißt ein Vault übersetzt? Tresor, genau. Einen kleinen Tresor quasi baut, indem man die ganzen Secrets, die man hat, einfach reinpackt und quasi geschützt sind. Hier habe ich jetzt mal kurz die wichtigsten Befehle mal hinterlegt, also von einem Vault Create. Vault, das ist das Schöne, man kann es überall benutzen. Man kann es in den Group Vars benutzen, dass man sagt, okay, man hat ein Vault, das ist für alle jetzt notwendig, da muss jeder Task quasi drauf zugreifen. Man kann es aber auch gruppieren, dass man es halt runterbricht zu einem einzelnen Host. Also man kann zu den Host-Variablen mit dazu packen und sagen, okay, der Host kriegt noch zusätzlich das Passwort. Weil ich bin halt auch nicht so ein Fan davon, dass ich halt ein Vault habe, wo dann halt 3 Millionen Passwörter drin sind. Das finde ich dann auch wiederum unübersichtlich. Lieber packe ich dann halt für den einzelnen Host, für den ich eine Variable oder ein Passwort hinterlegen muss, ein eigenes Vault-File an in seine Host-Vars und in die Group-Vars, wo es dann halt für eine Gruppe gedacht ist und schütze damit halt die Zugangsdaten. Genau. Editieren auch ist, denke ich mal, selbstverständlich. Was halt wichtige Features sind, gerade in der Entwicklung, ist das Vault-Passwort-File. Man kann halt ein Passwort-File angeben, weil standardmäßig wäre, also man könnte es jetzt machen über Ask-Passwort, dann müsste man jedes Mal das Passwort eingeben. Wenn das halt ein sehr schönes, kryptisches, 64 Zeichen langes Passwort ist, dann hat man da nach dem dritten Mal sicherlich nicht so viel Lust. Und deswegen gibt es halt die Funktion Vault-Passwort-File, dass man dann halt entweder mit in dem Repo oder sonst wo hinterlegt, aber halt in der Git-Ignore mit rausnimmt, dass das halt eben nicht im Git mit drin ist. Genau, das vereinfacht dann natürlich deutlich die Arbeit, dass das dann halt wie vorher quasi läuft, aber halt alle Passwörter verschlüsselt sind. Genau, ich habe dann noch ein Beispiel gezeigt, wie es hier entweder unverschlüsselt in dem Vault aussieht. Ganz wichtig ist halt, das Ding muss halt mit Vault anfangen, damit Ansible weiß, ah ja, das ist ein Vault-Passwort, da muss ich halt in den Tresor reingucken. Verschlüsselt sieht es dann halt so aus, wenn man es dann halt sich im Git-Repo anguckt, ja, viel Spaß damit. Genau, ist auf jeden Fall eine richtig geile Funktion. Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Dann Prompts. Prompts ist wieder sehr interessant im Bereich, oder finde ich als bestes Beispiel, das Ansible Pull, wo man wie bei GitLab, hat jemand schon mal GitLab aufgesetzt? Standardmäßig ist das ja ein Chef-Skript, Chef-Solo, glaube ich, was sich quasi selber hochzieht. Und das gleiche Prinzip kann man ja mit einem Ansible Pull ja auch machen. Und was halt cool ist, man kann halt interaktiv nachfragen, zum Beispiel Passwort für die Datenbank. Kann man dann quasi als öffentliche Rolle zum Beispiel bekannt geben, kann sagen, hier, richte dir dein System ein. Es gibt unendlich viele Repositories auf GitHub über Ansible, wo man sich auch Beispiele angucken kann, wie bauen sich das andere auf, wie dynamisch machen sich das andere Leute für gewisse Dienste. Und ein Feature ist dann halt hier, dass man halt interaktiv nachfragen kann, okay, wie soll denn dein Passwort sein, statt wie es in den meisten Applikationen ist, ein Standardpasswort. Meisten Applikationen, wenn man es per Default installiert, haben die ein Passwort. So, und dann wundert man sich dann, dass die Systeme nach einem halben Jahr gehackt sind, weil Standardpasswort ist immer noch drin. Und da finde ich halt diese Prompt-Optionen ganz cool, weil dann kannst du interaktiv nachfragen. Jeder gibt sich das quasi selber ein. Was auch nochmal interessant ist, dass man das auch noch verstecken kann. Also standardmäßig wird das Passwort zum Beispiel nicht angezeigt. Wenn man sagt Private No, dann wird es auch in der Konsole mit angezeigt. Also beim Namen
wird es halt mit angezeigt. Und dass man sich hoffentlich nicht vertippt. Bei dem Passwort hoffe ich, dass man sich nicht vertippt, aber ja, das sei jedem selbst überlassen. Genau, was gibt es noch? Task-Abhängigkeiten. Das hatte ich vorhin schon angesprochen zum Thema Task, dass wenn ein Task quasi zum Beispiel fehlschlägt, dass man das in Abhängigkeiten zu anderen Tasks setzen kann. Das ist ein sehr, finde ich, sehr interessantes Feature, dass man quasi mit dem Register hier arbeitet. Je nachdem, was halt hier als Rückgabewert reinkommt, das wird halt quasi im Result gespeichert und über das When, über die When-Condition wird dann quasi das Result ausgewertet und führt dementsprechend andere Commands aus. Dadurch kann man seine Playbooks extrem flexibel bauen und Sachen, die man quasi woanders drei Playbooks für gebaut hat, baut man halt alles in einem Playbook und fängt alle Möglichkeiten ab und setzt sie in Abhängigkeit zueinander. Genau, dann, was haben wir noch? Asynchrone Aktionen. Das ist auch sehr interessant über das Poll, dass man quasi, beziehungsweise das Async, dass man zum Beispiel einen Job laufen lassen kann, der im Hintergrund läuft und alle 5 Sekunden in dem Fall hier abgefragt wird, bis die 45 Sekunden rum sind und dann bricht das Ding ab. Ich habe jetzt nicht so viele Beispiele, wo ein Prozess sehr lange dauert. Ich weiß nicht, habt ihr gerade Beispiele? VM-Neustart. Ja, sehr gut, genau, ja. So, und dann könnte man quasi über das Poll den Rückgabewert immer abfragen. Und wenn das Asynchron quasi diese Zeit erreicht ist, bricht der Task dann wirklich ab. Genau. Dann, was haben wir noch? Privilege Escalation. Das ist auch zum Anfang sehr interessant gewesen beim Inventory, dass man eigentlich schon sagt, hier, der Ansible-User, der soll zum Beispiel Root-Rechte bekommen oder er meldet sich halt an dem System als Ansible-User an. Er benutzt zum Beispiel dieses hinterlegte Passwort, was halt im Vault hinterlegt ist für die SSH-Authentifizierung. Oder für später dann in dem Task entsprechende Commands, die man ausführen soll. Was hatte ich denn gerade letztens als bestes Beispiel? Kix. Kix ist ein OTS-Fork. Da muss der Daemon als Apache-User gestartet werden. Und da könnte man jetzt zum Beispiel einen Command machen, dass man den Daemon quasi als Apache-User startet, dass er entsprechend eine Shell kriegt. Je nachdem, wie man es braucht, aber dass man halt nicht ständig als Root arbeitet oder beziehungsweise als Ansible-User mit Root-Rechten, sondern dass man sich halt auch zu einem anderen User machen kann. Genau, dann Task auf anderen Systemen ausführen, das ist auch ein richtig, richtig geiles Feature, was die Automatisierung angeht. Bei Chef und Puppet hatte ich immer so das Problem, ich habe so einen Run ja immer bloß auf einem System ausgeführt. Da lief ja ein Agent, der hat sich die Sachen geholt und hat das entsprechend ausgeführt, so lange bis es dann quasi lief, gerade bei Puppet. Bei Ansible habe ich den Vorteil, zumindest kenne ich die Funktion in den anderen Systemen nicht, dass ich sagen kann, okay, wenn du das Playbook ausführst, dann führe den Command mal bitte woanders aus. Entweder lokal, auf meinem System, wo ich gerade dieses Ansible Playbook ausführe, oder an einen anderen Server. Bestes Beispiel ist, wenn ich jetzt einen Server neu aufsetze, dann rolle ich den aus mit einer Basisrolle oder mit einer erweiterten Rolle. Und dann möchte ich aber nicht nur, dass der Server steht, sondern ich möchte, dass der Monitoring eingetragen ist, dass das Backup läuft und. So, und das Monitoring passiert meistens halt, läuft irgendwo extern, was konfiguriert werden muss. Und über das Delegate-To kann ich sagen, okay, führe mal den Command jetzt auf dem Monitoring-Server aus und trage den mal gleich ins Monitoring mit ein. Damit hat man die Möglichkeit, dass man wirklich diesen ganzen Stack an Systemen, die man hat, automatisch verwaltet und jeglichen händischen Prozess, den man sonst früher halt ungern gemacht hat oder schnell vergessen hat, was die häufigere Ursache war, einfach unterbindet, indem es automatisiert ist. Alles, was automatisiert ist, kann nicht vergessen werden. Genau, dann geht's weiter. Single Run.
Task Single Run ist auch ein sehr cooles Feature, was ich auch schon gebraucht habe, zum Beispiel bei einem Galera-Cluster. Wenn man zum Beispiel ein Galera-Cluster aufsetzen möchte, gibt es eine Node, die das Cluster initialisiert. So. Wenn man das quasi über eine Gruppe neu aufsetzt, dann würde ja der Task dreimal ausgeführt werden. Über das Run Once kann man aber sagen, nee, mach das mal bitte bloß auf einen der drei Server, dass der quasi die Initialisierung startet und die anderen verbinden sich dann quasi bloß zu dem, als Beispiel. Genau, das ist, ja, wie gesagt, Features, was ich auch schon gebraucht habe. Dann serielles Deployment ist auch ein sehr interessantes Feature für Updates. Grundsätzlich ist es ja so, wenn man nachher alles quasi alle Server in der Verwaltung hat, das Netzwerk und so weiter, und dann kümmert man sich ja auch um Updates, um Sicherheitspatches, und meistens führt man die nicht alle gleichzeitig aus, sondern man möchte ja in einer gewissen Kaskade das ein bisschen erstmal testen, erstmal gucken, funktioniert das, geht das Update gut, was sagen die Health-Checks, sind die okay? Und über ein serielles Ausrollen kann man das natürlich wunderbar gegenchecken, indem man sagt, okay, ich mache erstmal ein, dann mache ich 5, dann mache ich 10%, 20% und dann mache ich alle. Und das kann man dann halt auch mit den Rückgabewerten ja gegenchecken, okay, nach dem einen hat das funktioniert, laufen die anderen noch, laufen die Health-Checks noch, dann gehen erst die nächsten 5 los. Wenn die fertig sind, gehen die nächsten 10% los und so weiter. Das sieht man dann halt auch nochmal in dem nächsten Beispiel, dass er sagt, okay, hier Task 1 ist Webserver 1 und 2 und Task 1, nachdem der erste Stack quasi durch war, ist dann Webserver 3 und 4. Damit hat man halt die Möglichkeit, dass man, wenn man ein Update fährt oder ein Deployment macht, dass man nicht alle Systeme lahmlegt. Also das ist ja auch beim Deployment generell, möchte man ja das System möglichst hoch verfügbar halten und nicht alle Systeme gleichzeitig einen Apache-Server durchstarten. Das ist, ja, ist halt so eine Sache, die sollte man sich angewöhnen. Kommentare? Gut. So, dann Tags. In den Playbooks kann man überall Tags setzen, was wiederum das Ding super variabel macht. In den Playbooks kann man halt Einzeltags setzen oder Gruppentags und kann anhand der Tags wiederum andere Sachen auswerten. Man kann sagen, okay, ich möchte ein Playbook haben, da ist jetzt super viel drin, aber ich möchte eigentlich nur den NTP haben. Nur den NTP-Part, den ich quasi konfiguriert habe. Dann kann ich quasi das Playbook angeben mit minus minus Tag und dann führe ich nur das auf den entsprechenden Systemen aus. Oder ich mache es genau umgekehrt und sage, NTP will ich jetzt gar nicht haben, weil da ist irgendwas kaputt oder so, oder ich habe da irgendwas manuell geändert, sollte man nicht machen, und möchte aber deswegen jetzt den NTP-Daemon jetzt nicht nochmal neu ausrollen. Und dann kann man halt sagen mit minus minus skip tag und kann das nur diesen einen Part ignorieren, was auch sehr nützlich ist. Genau. Dann Pattern. Pattern wird sehr interessant, wenn man halt eine Horde von Servern hat, wo es dann halt darum geht, okay, ich möchte einen dieser vielen Webserver in dem Fall zum Beispiel ausschließen und habe aber jetzt halt nicht die Lust halt, wenn ich jetzt 500 Server habe, eine Liste aufzusetzen, wo ich halt 500 Server habe und den einen nicht drin habe. Dafür gibt es halt entsprechende Pattern, dass man halt sagen kann, okay, ich möchte, dass entweder nur die 0 oder die 2 quasi ausgeführt wird oder nee, 0 bis 2, 0 bis 1, so rum, kann man entsprechend die Server einschließen oder ausschließen. Das ist halt auch ganz nett, wenn man quasi die Host, also das Inventory, gering halten möchte. Man hat eine hohe Anzahl an Server, die alle gleich halten, heißen, aber die halt einfach nur durchnummeriert sind, dann kann man die über diese Pattern auch wunderbar pflegen, dass man sagt, okay, ich habe DB 01 bis 500. So, und das hinterlegt man einfach und muss halt nicht jeden einzelnen hinterlegen. Das macht einen die Arbeit auch deutlich einfacher.
Ja, und wie gesagt, später dann bei Updates ist es dann auch nochmal ein bisschen flexibler, beziehungsweise bei Rollouts, wo man Sachen halt mit dazu haben möchte oder eben explizit nicht mit dabei haben möchte. Dann Ansible Tower, AWX. Ich habe nur für dieses Projekt mir mal einen Ansible Tower eingerichtet, um mir das mal anzugucken. Ich kannte das jetzt auch von Red Hat schon so von der Werbung her, dass es halt eine grafische Oberfläche ist, halt für Ansible. Es ist ganz nett. Positiv ist auf jeden Fall die REST-API, was man damit machen kann. Ganz interessant ist es in größeren Firmen, dass man darin ganze Teams organisieren kann, dass man gewisse Bereiche, zum Beispiel Datenbanksysteme, kann man zum Beispiel in eine Gruppe Datenbanken übergeben, die dann quasi nur Playbooks für die Datenbankanpassung machen oder halt andere Bereiche, je nachdem wie die Firmengröße, wie die Struktur aufgebaut ist. Genau. Hat eine ADAP-Anbindung, was natürlich die Userpflege ganz einfach, ganz angenehm macht und vor allem auch die Rechtepflege. Darüber kann man die Jobs ausführen, triggern. Man kann darüber, glaube ich, auch die Playbooks bearbeiten. Zumindest kann man die Git-Repositories mit einbinden. Und Workflows. Okay. Benutzer in der eigenen Firma, dann kann auch er auch mal lokal eine S2-Datenbank kann. Richtig, genau. Genau. Also für solche Sachen ist es auf jeden Fall sehr interessant. Also gerade wenn halt nicht administrative Leute quasi mit eingebunden werden sollen, die entweder selber entwickeln oder zumindest Interesse haben, eigene Playbooks mit zu bearbeiten oder zu nutzen. In kleineren Teams ist es, reicht aus meiner Sicht die Shell aus. Da, die ist mächtig genug, behaupte ich mal. Genau. Dann bin ich eigentlich auch schon fertig? Fragen? Erstmal. Ansonsten würde ich noch mal kurz dann gleich auf das AWX gehen, falls ihr Interesse habt, und würde euch noch mal kurz das Setup zeigen, wie diese Facts aussehen im Ansible, was da eigentlich alles so drin steht, wie umfangreich das ist, und ja, sind viel zu früh fertig. Habe ich bis jetzt noch nicht genutzt, aber ich würde behaupten, dass er das kann. Also dass er quasi nicht, dass du quasi ad hoc eine Maschine selber darüber erstellen kannst. Also es gibt ja in dem Ansible-Doku, wir können ja gleich mal reingucken, sehr umfangreiche Liste an Modulen, gerade für Azure, AWS und Co. Da behaupte ich mal, das ist da schon mit drin. Perfekt. Ich muss ja manchmal Abhängigkeiten, also ich kann jetzt mehr installieren oder muss ich das Python machen? Das muss ich ja mehr oder weniger manuell machen. Also ich muss wissen, in welcher Reihenfolge ich das abarbeiten muss. Gibt es das im Ansible, dass ich dann sagen kann, ich habe bloß die Beziehung zwischen, ich habe eine Voraussetzung und dann kann ich den Task dann ausführen? Okay, also um Abhängigkeiten aufzulösen, gibt es die Funktion Depends. Ja.
Genau. Also ich muss wirklich sagen, also ich habe bis jetzt noch eigentlich nichts gefunden, was ein Ansible nicht hätte abbilden können. Also es gibt natürlich so Features, wo man sagt, okay, den Command muss ich mir jetzt selber bauen, weil es noch kein Modul gibt. Die Module kann man aber natürlich auch, wie man möchte, auch selber bauen, selber definieren. Das ist auch kein Problem. Kann man dann in einer beliebigen Sprache ausschreiben. Das ist dann auch unabhängig von Python, muss dann bloß halt mit eingebunden werden. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall extrem simpel, finde ich, die Playbooks zu schreiben. Es ist sehr gut lesbar. Wichtig ist natürlich auch bei Ansible, der Unterschied zu Puppet zum Beispiel ist halt, dass man halt wirklich durchdefinieren muss, Schritt für Schritt, was soll passieren. Dass man halt nicht sagt, okay, der Zustand soll irgendwann den erreichen, sondern nee, man muss halt schon gucken, dass das in der richtigen Abhängigkeitskette ist. Dementsprechend hatte ich ja ganz am Anfang, sollte man halt einen entsprechenden CI haben, dass man halt, okay, Continuous Integration, wenn ich was teste und bei mir funktioniert das, dann pushe ich das, dann wird das halt über einen Integration-Test also wir hatten es bei uns so, wir hatten ein bestehendes System, das quasi den aktuellsten Stand hat und immer zum Integration-Test ein komplett neues System hochgezogen über einen Docker-Container, sodass wir halt gesehen haben, okay, läuft es auf dem bestehenden System sauber durch und läuft es auch durch, wenn ich ein neues System aufsetze. Also das hatte ich nämlich ganz am Anfang manchmal, dass halt irgendwelche Abhängigkeiten, weil im Nachhinein nachgebaut wurde, irgendwelche Fehler gefixt wurden und dann lief es aber dann beim initialen Deployment nicht durch. Deswegen Integration-Test. Ordentlich prüfen, gucken, dass die Reihenfolge richtig stimmt, dass das in richtiger Abhängigkeit ist und dann läuft das auch sauber. Das ist, ja. Genau. Weitere Fragen? Ja? Oh, my concern about not so much cross-OS system compatible. I mean, if I have two Linux servers, Hm? I have desktop, for Ja, example, ja. how Ansible can manage this interoperability. I mean, how we can deploy in this model. I mean, Ansible manage the configuration in an agnostic way, or do you need a specifically script for their operating system? Es gibt allgemeine Wege, wie zum Beispiel ein Command ist jetzt so was sehr Allgemeines, das für alle Systeme quasi gleich ist, für alle Unix-Systeme. Es gibt aber Abhängigkeiten, die für das Betriebssystem entsprechend wichtig sind, wie zum Beispiel, was ich ja vorhin beschrieben habe, wenn es ein RPM-Paket gibt, das nur CentOS unterstützt, dann muss da halt das Modul für Red Hat entsprechend bauen. Und wenn es halt ein Debian-Paket ist, dann musst du halt für Debian halt einen extra Part in deinem Ansible-Modul mit einbauen. Das löst man meistens dann über Variablen bzw. über Fact-Checks, dass man guckt, okay, ist das System ein Debian, dann führe den Part aus, ist das System ein CentOS, dann führe den anderen Part aus. So kann man das halt in Bedingungen setzen. Aber grundsätzlich ist es halt schon sehr generisch, dass du das halt wirklich die meisten Module auf allen Systemen anwenden kannst. Also ich habe bei uns auch die Playbooks so gebaut, dass sie halt für Debian und CentOS laufen. How do you manage, or is it possible to in Ansible to extend configurations? I mean, reuse is one thing. I mean, you mentioned repos, repositories, but is it possible to extend other configurations and in the top add new ones for specific tasks? I mean, or is it possible with Für Module oder allgemein? you have a configuration, but Ja. you want to extend this one? I Ja. mean, to or add. Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, du kannst ja auch ganz normal auf GitHub irgendein Repo raussuchen, kannst du entsprechend bearbeiten und erweitern, wie du lustig bist. Das sind alles bloß in Anführungsstrichen Konfigurationsdateien, die du nacharbeiten, also die du anpassen kannst und auch Sachen wegschmeißen kannst. Also ich bin auch so ein Mensch, ich gucke mir gerne Repositories an, gucke, was darin für mich sinnvoll ist, nehme mir das raus, baue mir das in meins rein, beziehungsweise schmeiße alles raus, was mich nicht interessiert. Weil es ist Overhead. Das
verwirrt manche dann halt bloß, wenn sie reingucken und dann 50.000 Zeilen Code sehen und fünf werden bloß benutzt. Das brauche ich natürlich nicht und deswegen ist das halt schön anpassbar. Das Gute ist halt bei den Playbooks, gerade durch den Vault, könnte man rein theoretisch alles public setzen. Insofern halt keine. Theoretisch wäre das möglich. Alle wichtigen Firmendaten könnten in dem Vault drin sein. Und ja, man könnte sich natürlich die Struktur quasi dann abgucken, wie Systeme aufgebaut sind. Aber das würde ja quasi, da würde eine Firma mit glänzen, die sich das wagt und dann auch das auch noch gut umgesetzt hat. Weil wenn ich als Administrator mir eine Firma angucke und sehe, boah, die hat ein eigenes Ansible-Repo und das ist auch richtig geil umgesetzt, dann bin ich ja eher interessiert zu sagen, geiler Scheiß, da will ich mitmachen, als wenn ich dann reingucke und sage, ihr habt kein Ansible, ihr habt gar nichts, ihr verwaltet 100 Server mit nichts. Ja, das ist ja das Problem. Ja, das ist richtig. Dann ja, das ist richtig. Natürlich kommt es natürlich auf die einzelne Motivation drauf an, was man sich wünscht. Aber grundsätzlich, wenn man heutzutage noch kein Konfigurationsmanagement hat und man muss 100 Server administrieren, und das gibt es leider zu Genüge, ja, dann sollte man sich doch schnell oder schleunigst für etwas entscheiden, wo man das etwas angenehmer macht. Gerade Fehleranfälligkeit mit, ah, ich habe da mal was am Server geändert. Ja, bin ich der Meinung, könnte man darauf verzichten und lieber ein Konfigurationsmanagement nutzen. Und dann, also ich wäre tendiere für Ansible. Ja. Nee, Zolt habe ich mir noch nicht angeguckt. Habe ich bis jetzt nur Positives von gehört, dass es noch ein Stück mächtiger sein soll als Ansible, aber soll auch noch ein Stückchen komplex, also nicht dolle komplexer sein, aber ein bisschen komplexer. Aber wie gesagt, kann ich kein Gewähr drauf geben, habe ich selber noch nie mitgearbeitet. Ja. Richtig. Also auch ein guter Punkt, was die Windows-Rechner angeht. Bei uns hatten wir auch in unserer alten Firma auch die Clients unter Linux. Und da ist es natürlich besonders interessant, okay, wenn irgendwie, was weiß ich, Platte ist defekt oder so, PXE boot, ist das System hochgezogen, einmal Ansible Run, eine Rolle quasi für die Workstations und das läuft innerhalb von einer halben Stunde wieder. Das ist top. Das ist ein Traum. Wenn ich mir Windows-Updates angucke, dann ist die halbe Stunde schwer zu schaffen. Genau. Also bei mir ist es ein Git-Repo. Also wenn ich mir andere Repos angucke, dann adaptiere ich mir natürlich die Funktionen, die für mich interessant sind. Und baue die entsprechend für mich noch um, wo ich sage, ah, nee, das gefällt mir nicht, das will ich irgendwo anders haben. Dann konfiguriere ich das natürlich um. Das meiste landet ja eh in der Host-Variablen und genau. Branches, ganz wichtig. Branches, ganz wichtig. Also gerade das ist ein guter Stichpunkt, wenn du im Team arbeitest. Ist halt für mich Ansible ganz wichtig gewesen, weil wenn du bei Puppet oder Chef, da ist es mir halt vorgekommen, dass halt im Team irgendwas entwickelt wurde und ich es nicht direkt mitgekriegt habe, da hatten wir noch kein
keine Branches, kann man auch darauf zurückziehen, aber dass man quasi immer erstmal noch mal Merge-Request hat, um zum einen halt quasi eine Abnahme zu haben und zum anderen war es halt so, dass ich, wir hatten einen Ansible Primärserver, der quasi nur fürs Deployment zuständig war und da war immer der stabilste Stand drauf. Also alles, was quasi ungetestet ist, ist da nie hingekommen. Jeder hat quasi für sich lokal testen können, aber auf dem primären Ansible-Server war immer nur der funktionierende Stand, dass wenn irgendwas kaputt war, ich sofort per Tastendruck das System quasi wieder neu ausrollen konnte und ich nicht in irgendeinem Fehler renne, bloß weil irgendwer gerade was entwickelt. Das ist halt auch ganz wichtig. Kann man auch erstmal sagen, ach hier auch zum Beispiel NTP erstellen, nimmst dann einfach das fertige Geodruck, nimmst du nicht was Neues. Genau, also wie gesagt, es gibt. Ja. Genau, man muss das Rad nicht zehnmal neu erfinden, dafür ist das Internet ja da. Mal gucken, was nach den Upload-Filtern passiert. Ja. Ja, in Europa zumindest, ja. Genau. Noch Fragen? Anregungen? So, will jemand das Ansible Galaxy sehen, wie das aussieht? AWX. Das AWX. genau, das haben wir ja hier auch noch. Hier habe ich noch mal kurz mein Beispielrepo, was ich mal kurz für den Vortrag vorbereitet habe, aufgelistet. Setze mich mal kurz hin. Wo ich auch noch mal die Hosts aufgelistet habe, wie die hier quasi bei mir hinterlegt sind, dass ich halt eine Gruppe, wie gesagt, CentOS und Debian ist halt erstmal als Gruppe unterschieden, dann noch mal bei den CentOS zwischen Client und Server. Und dann weiter gruppiert. So. So, also nochmal von vorne. Genau. So, also wie gesagt, hier ist es halt alles erstmal gruppiert, dass man quasi sich nicht die Arbeit macht und 50 Server einzeln quasi ausführt, sondern halt das über Gruppen runterbrechen kann. Und ich habe es halt versucht, nach Server und Client zu differenzieren und dann in weitere Bereiche, wie zum Beispiel jetzt Backup, C-File, MySQL-Datenbank und so weiter. Und die sind dann halt hier entsprechend nach unten hin alle aufgelistet. Genau. Wie man sieht, hier auch eine entsprechende Portanpassung für spezielle Server, dass man da halt noch explizit Variablen angeben kann. Was wollte ich denn eigentlich zeigen? Ich wollte AWX zeigen. So. So, hier haben wir das Ansible Galaxy. Ach, Ansible Galaxy, ah, jetzt, da hast du mir jetzt so einen Ohrwurm reingebracht. Also, AWX. Genau, das AWX ist die freie Variante vom Ansible Tower, was wie Fedora für Red Hat die Spielwiese ist. Also das heißt, Red Hat sagt natürlich wieder explizit, bitte nicht für Produktion benutzen, weil da sind Features halt drin, die sind nicht getestet. Das ist halt immer auf eigenes Risiko. Man kann es machen, klar, wenn man es verantworten möchte, kann man das machen. Es hindert einen ja niemanden, es ist frei, dafür ist es da. Aber sie empfehlen es halt nicht im Sinne von, wir nehmen keine Gewährleistung, wenn irgendwas kaputt geht dadurch. Was ja durchaus okay ist. Gegenfrage, wer benutzt Fedora als Serverbetriebssystem? Ich habe es leider auch schon gesehen. CentOS ist aber eine ganz andere Basis. Also Fedora hast ja einen halbjährlichen Update-Zyklus und danach ist das Ding tot. Das ist eine Spielwiese, wo wirklich der
allerneueste Scheiß drin ist und ungetestet und es ist eine riesengroße Spielwiese versus CentOS. CentOS hast du 10 Jahre Update-Support, CentOS hast du in Anführungsstrichen den abgehangenen Scheiß drin, der jetzt nicht unbedingt das Aktuellste ist, aber dafür stabiler ist. Und durch die Repositories bei CentOS kannst du es halt ein bisschen modularer aufbauen, dass du quasi neuere Pakete mit reinnimmst. Das machen sie ja jetzt auch in Red Hat 8 mit rein, dass sie halt über diese Streaming-Applikation, dass du einzelne Dienste quasi aktualisieren kannst, was jetzt CentOS 7 noch über Repos zu realisieren war, was wiederum mit Red Hat, mit den Subscriptions sich widerspricht, weil in Red Hat darfst du laut meines Wissensstands keine Subscriptions mit einbinden, wie zum Beispiel Apple-Repo, weil dann verlierst du halt den Support. Und ja, genau. So, und das Problem ist, hast du schon mal ein CentOS versucht, ohne Apple-Repo zu betreiben? Also Hardtop gibt es denn nicht. Da wird es dann halt schon sehr, sehr basic-mäßig. Genau. Ich persönlich bin ein CentOS-Fan, weil es halt stabil ist, mir einen guten Update-Zyklus bietet und auch eine Kompatibilität gegenüber den Hardware-Herstellern, weil die meisten sind halt Red Hat zertifiziert. Und ich bin sehr zufrieden damit, mit CentOS, Schrägstrich Red Hat. Auch wenn sie mir die Bilder nicht gewährt haben. Genau. Dann hier sieht man halt so kurze Grafik, halt hier, was ja an Jobs ist. Hier habe ich halt mein Repo hinzugefügt, wo ich noch keine Credentials hinterlegt habe. Genau. Hier haben wir ein paar Jobs. Fangen wir mal an. Organisation. Also man kann halt mehrere Organisationen halt hier hinterlegen. Hier ist jetzt gerade, wie gesagt, einfach hierfür aufgesetzt, Default, und habe mal meine eigene Organisation mit reingehangen, indem man dann entsprechend die Benutzer halt verwalten kann, dass man das halt, wie gesagt, je nachdem, wie groß ein Konzern sein kann, stecken da halt entsprechend andere Firmen mit drin, beziehungsweise auch andere User, und die dann auch entsprechende andere Berechtigungen bekommen. Gucken wir mal kurz hier bei Users, war das hier? Nee. Ich wollte gerade gucken, man konnte auch irgendwo die Integration von anderen Diensten sehen. Hier gibt es nämlich eigentlich eine recht gute Schnittstelle zu Azure und Co., das zu integrieren. Jemand von den AWX-Admins? Kann mir jemand einen Tipp geben? Dann nicht. Credential Types. Gucken wir mal. Nee, das war es nicht. Application Settings. Authentication. Ah, genau. Hier. Azure AD, GitHub, Google, ADAP, Radius, Sammel. Genau. Also da kann man schon echt viel mit anbinden. Das ist schon nicht ohne. Wie gesagt, man kann es dann halt auch nochmal gruppieren in Teams, was dann nochmal so quasi innerhalb einer Organisation halt interessant sein kann, dass es zum Beispiel die Netzwerk-Admins gibt, dass es dann die Server-Admins gibt und so weiter und die dann halt quasi alle ihre eigenen Repos pflegen können. Demo-Inventory, das ist sehr leer. Nee, das kannst du. Project ist es, glaube ich. Genau. Du kannst es einfach übers Git hier hinzufügen. Da gibt es halt Subversion, Git, also Git ist so das Typischste, würde ich behaupten. Ich habe ja, wie gesagt, bin noch nicht dazu gekommen, die Credential zu hinterlegen, dass er sich das auch wirklich auschecken darf. Und dann würde der sich das quasi jetzt alles ziehen. Genau. Schedules, ich denke mal, klar, dass man sich dann halt Jobs entsprechend baut und die dann zeitgesteuert ausführt. Ist ganz nett für große, sehr, sehr, sehr große Unternehmen,
Ansible Tower ist auch nicht sehr günstig, muss ich sagen, wenn man sich das mal aufsetzen möchte. Ja, ist nice to have, wer es braucht. Genau. Fragen. Weitere Fragen. Setup wollte ich euch mal zeigen. Hier habe ich mir nochmal mein Inventory anzeigen lassen. Hier sieht man nochmal die Struktur, wie das aufgebaut ist zwischen CentOS als Gruppe, Server und dann hier unten Debian, wie das gruppiert ist. Und was ich euch noch zeigen wollte, war ja die Setups. Da habe ich mir ein Setup von dem Ansible-Server geholt. Und hier ist halt sehr detailliert aufgelistet, welche Architektur bis hin zum BIOS, IP-Adressen, die ganzen Festplatten, wie die mit den UIDs hinterlegt sind. Also man kann sich aus diesem Setup beziehungsweise aus diesem Get Facts extrem viele Informationen holen und mit diesen dann in den Playbooks arbeiten, um diese dann auch wunderbar dynamisch dann anzupassen. Genau. Aber wie gesagt, das ist hier einiges an Informationen. Das hätte jetzt nicht unbedingt sehr gut auf die Folie gepasst, deswegen habe ich das hier in diese Datei ausgelagert gelassen. Genau, weitere Fragen? Norman holt Pizza? Gut. Pector. Informationen aus deinem Zielsystem hier als ausgeben lassen kannst. Das ist ja das Get Facts. Also wenn ich jetzt das kannst du ja auch deaktivieren beim Ansible Run. Das war ja auch das, was ich in der Folie gezeigt habe, was ich auf Continue gemacht habe bei dem Step, dass er sich erstmal die Informationen quasi von den einzelnen Systemen holt, die ganzen Variablen, das, was hier gerade in dem Setup zu sehen war, das sind die ganzen Facts, die er sich quasi holt. Das ist natürlich jetzt auch nicht, was hier in Nanosekunden funktioniert, sondern der braucht dafür ein bisschen. Und deswegen gibt es halt auch viele Playbooks, die sagen, ah ja, hier, ich brauche die Facts nicht, also schalte ich die mal ab. Dann geht es schneller. Ich bin persönlich nicht so ein Geschwindigkeitsfreak, der sagt, okay, hier meine Playbooks müssen innerhalb von 10 Sekunden durchrennen. Ich mag das eher, dass ich Kontinuität drin habe und die Playbooks führt man, wenn dann, über einen Cronjob oder dergleichen aus, wenn man die öfters haben möchte, aber auf Geschwindigkeit kommt es mir da jetzt nicht so an. Beim Entwickeln kannst du über die Steps und so weiter oder bei Start a Task sehr zeiteffizient arbeiten. Genau. Weitere Fragen? Anmerkungen? Wünsche? Frage? Klar. So. Also, hier ist wie gesagt das. Ich habe hier zum Beispiel meinen Server, das ist quasi so die Basisrolle, wo ich halt die entsprechenden Hosts als Variable übergebe. Das war das, was ich in der Folie gezeigt habe mit minus e target, dass ich quasi sage, nur dieser Host individuell eingebe, weil wenn ich das jetzt starr machen würde, wäre es halt wieder für den Deployment-Prozess halt ein bisschen unschön. Über die Variablen ist es halt super dynamisch und kann ich quasi alles übergeben. Dann hier habe ich jetzt mal Debugger nochmal drin gehabt für den Test, um das anzeigen zu lassen. Und dann die entsprechenden Rollen, die ich quasi für diesen Server ausführen möchte. Ich habe das sehr minimalistisch gehalten und habe dann halt, wie gesagt, nur die Rollen drin für das Playbook, was ich jetzt hier habe. Ich habe das aufgebaut, dass kann man hier zum Beispiel sehen mit Server extern. Server extern zieht sich das Server Playbook rein, führt das als erstes aus und dann ergänzt es dann halt nochmal zu diesen zusätzlichen Themen, die ich da ausführe, also zu diesen zusätzlichen Rollen. So dass ich halt mir wirklich den Aufwand spare und alles 10-mal neu schreibe. Wenn ich was in der Server, wenn ich was in dem Server Playbook ändere, dann ändere ich es überall. Das ist halt für mich ganz wichtig, dass ich das halt nicht an 50 Playbooks anpassen muss, sondern bloß auf einen. Und das wird dann einfach immer bloß eingebunden. Genau. Dann ein Playbook, eine Rolle.
mal sehen. Dann gehen wir mal zu den Roles. Nehmen wir zum Beispiel mal Strongsman. So, hier kann ich ja mal kurz zeigen, ne, Host war's. So, erstmal 1. Ne. Hier habe ich halt einmal die Vars und einmal den Vault. In dem Vault sind die IPsec-Credentials hinterlegt und in den Vars sind halt einfach so die dynamischen Sachen drin, wie zum Beispiel, dass ich ja FAMs automatisiert einrichte, entsprechende Parameter hinterlege und dann hier dann zum Beispiel die IPsec-Konfiguration habe für die Kommunikation untereinander. Wie man dann hier sieht, sind hier dann die PSKs einfach über den Vault dann immer mit eingebunden. Die werden sich dann automatisch aus dem Vault rausgezogen. Und Vault sieht, wie gesagt, viel Spaß damit. Genau. Und was? Also wenn mein Passwort gebrute-forced werden kann, habe ich sowieso was falsch gemacht. Genau. Dann hier nochmal ein Beispiel, wie die StrongSwan-Rolle dazu entsprechend aussieht. Hier haben wir Task. Das Ding habe ich auch nicht selber geschrieben, das habe ich mir auch brav aus dem Internet kopiert. Es wird immer die Main-YAML quasi, ist quasi so der Haupttask, der als erstes ausgeführt wird. Und der inkludiert quasi jetzt hier die anderen Konfigurationen, wie zum Beispiel das Installieren von StrongSwan. So, Install, wo hier quasi auch mit dem Item gearbeitet wird. Das ist auch eine schöne Funktion, dass wenn du eine Liste an Paketen übergehen möchtest, dann machst du halt nicht 50 Tasks mit 50 Paketen, die du installieren willst, sondern du machst ein, hier ist es übrigens auch richtig gemacht mit Package, Task, wo dann die ganzen Pakete hinterlegt sind, die du drauf haben willst. Genau, dann haben wir Config. Hier haben wir dann auch mal noch mal ein schönes Beispiel für ein Jinja-Template. Hier ziehen wir einfach bloß dann die Configs, ziehen die dann entsprechend in die Verzeichnisse rein mit Berechtigung für User, Gruppe und haben auch das Notify drin, dass wenn das Ding quasi hinterlegt wurde, wenn quasi die Datei geändert wurde, dann sagt er, okay, hier mach mal diesen Task-IPsec-Interface ab. Das können wir auch gleich zeigen. Handlers. So, und da haben wir IPsec-Interface ab. Da führt er quasi in dem Fall mal diesen Shell-Befehl hier aus, wo er dann von dem Interface mit der Default-IP-Adresse quasi seinem Hauptinterface und IPsec als Interface dann einfach hochzieht. Genau. So, dann was haben wir noch Schönes drin? In den Task gab es noch die Templates. So, da haben wir zum Beispiel etc IPsec Secrets. Genau, hier ist dann halt so ein Jinja-Template, das dann quasi über die Ansible-Variablen und kannst du dann quasi sehr dynamisch halt einen File hinterlegen, wo du dann unendlich viele Konfigurationen drin abspeichern kannst. So, was haben wir noch Schönes? Wir hatten in den Task noch Firewall. Genau, hier gibt es zum Beispiel für Vault D ein extra Modul, wo du entsprechend bloß den Port und den Status angibst. Auch hier wunderbar wieder schön zu sehen, halt mit Text, dass du halt definieren kannst, okay, möchte ich StrongSwan oder möchte ich StrongSwan Service ausführen. Service. Genau, der sagt einfach bloß, dass das SystemD alles startet. Und enabled sein soll. Haben wir noch was Interessantes drin? Defaults. Genau, hier sind dann Parameter für die IPsec-Konfiguration, dass man die halt nicht in jeder
Konfiguration für jeden Host nochmal neu setzt, kannst du die quasi als Default-Werte geben. Allerdings hatte ich auch schon VMs online, die das ist der Firmengruppe 21, die das nicht unterstützt haben. Wo ich erstmal geguckt habe, was ist denn hier eigentlich der Fehler? Und ja, es war dann halt, dass ich hier ESP und IKE halt abändern musste und etwas schwächer stellen musste, damit es funktioniert. Das ist nicht schön, aber manchmal ist es halt notwendig. Genau. Das war jetzt eine Rolle. Wie gesagt, ich versuche das immer so modular zu bauen, dass ich quasi pro Dienst quasi eine Rolle baue, die halt sehr dynamisch ist, damit ich die überall wiederverwenden kann. Es gibt natürlich den anderen Ansatz, dass man quasi auch über eine Rolle quasi sein oder ein Playbook den einen Server quasi fertigstellt, dass man sagt, okay, ich habe einen GitLab-Server und der braucht halt das GitLab, der braucht halt ein Zertifikat, der braucht einen Webserver und so weiter, dass man das quasi alles in ein Playbook reinpackt und sagt, okay, das ist mein GitLab-Playbook und fertig ist. Kann man machen. Ich versuche das halt alles ein bisschen dynamischer zu halten. Ja, also du kannst das zusammenstellen, wie du in Anführungsstrichen Bock hast. Wichtig ist halt bloß, dass die Struktur passt, die Verzeichnisstruktur. Der Rest ist dir überlassen. Freie Hand. Genau. Weitere Fragen, Wünsche? Einmal hier um die Ecke. Bin ich ja vor allem meine Eltern von Situationen im Kind unterwegs. Ja. Genau, richtig. Das ist ja die Zielsetzung. Das genau, du kannst ja über die Privilege Escalation kannst du ja quasi sagen, über was das quasi ausgeführt werden soll. Das kannst du ja oder naja, es kommt halt drauf an, ist das. Ja, naja, naja, so blöd es klingt, aber das kannst du ja wirklich machen. Wenn da halt wirklich was Generisches drin ist, was halt nicht kritisch ist, dann könntest du das, wenn du wolltest, das auch public setzen. Wir haben bei uns halt in der Firma auch überlegt, wie wir manche Client-Rechner, die auf Linux basieren, wie wir die managen, die aber hinter NAT sitzen, so dass man halt nicht direkt drauf kommen. Und da war dann halt auch die Idee, okay, wir machen halt ein internes Repo, was natürlich nur intern verfügbar ist. Da können dann über einen Ansible-Pull können die sich das einfach auschecken, ausführen und fertig ist. So, das spart uns eine Menge Arbeit und ist für die Entwickler einfach. Na, den gibt es da einfach ein. Richtig, richtig. Den kannst du ja Zugriff auf dein privates System geben oder je nachdem, wo der Quellcode la landen soll, kann ja auch auf dem Kundenrepo liegen. Also es kann ja sein, dass ihr entwickelt und für den Kunden was baut und das dann halt in deren Repo pflegt. Also wo das Repo liegt, ist ja dann euch überlassen. Ja. Nee, genau. Das ist ja quasi wie wenn du jetzt was auscheckst mit dem Git. Das ist quasi nichts anderes. Bin gleich wieder da.